Früh morgens geht es los. Und die Frage, die wir uns alle stellen, wird unsere Ungeschlagen-Serie gegen Hannover 96 weiterhin bestehen? Oder wird sie reißen, diese Serie von 8 Zweitligaspielen in Folge ungeschlagen? Der passende Schal ist auch schon dabei. Trikot wird später angezogen. Zum Motto Oldschool-Spieltag haben wir hier unseren Schal von 1995. Irgendwann ist klar, wird die Serie reißen. Ich hoffe heute mal nicht, denn wir haben einen ganz besonderen Gast mit dabei. Der wird uns schon irgendwie Glück bringen. Oder ist er diese Saison der Pechbringer? Das werden wir in ein paar Stunden erfahren. Zuallererst eine heiße Schokolade und ein Franzbrötchen. Perfektes Frühstück. Hier werden noch die Retro-Trikots ausgepackt. Alvin, wie geht's? Gegen Hannover, was sagst du? Angstgegner. Ja. Wir haben das letzte Mal im Ostseestadion gegen Hannover 2004 gewonnen. Das heißt? Wird mal wieder Zeit. Oder doch lieber heute als Müllabfuhr. Ich mach den Pannewitz. Dann geht's jetzt auf nach Rostock, weil Alvin es schon angesprochen hat. Kleiner Angstgegner, die Head-to-Head-Statistik sieht dementsprechend aus. 5 Siege Hansa, 4 Unentschieden, 10 Siege Hannover 96. Aber heute ist alles anders. Angekommen in Rostock, Oldschool-Tag. Man soll nochmal an die schönen, erfolgreichen Zeiten von unserem FC Hansa erinnern. 12 Jahre lang erstklassig gewesen, in der ersten Liga gespielt. Und jeder soll ein altes Trikot rauskramen. Das war mein allererstes. Größe XXS, das wollte ich heute eigentlich anziehen. Passt mir leider nicht mehr. Mit Rade Prizer hinten drauf. Mein absoluter Lieblingsspieler damals. Deswegen müssen wir darauf zurückgreifen. Kennt ihr ja schon von unserem Papa, Steffen Baumgart, aktueller Köln-Trainer. Irgendwann wird er bestimmt zurückkommen. Die Schals. Die vererbt wurden und weiter vererbt werden. Sturmlauf an der Ostsee. 29. Mai 99. Er war dabei, Bochum. Wir waren dabei. Das legendäre Spiel. Ja. Richtig geil hier am Stadthafen. Genau. Heftig. Und dein Tipp? 2-1 gewinnen wir heute. Mit Stürmer. Mit Stürmer. Haben wir auch schon diskutiert. Ja, Hammer. Wirklich. Mega. Ja, wir waren dabei. Wir waren dabei. Sowas wird man auch nicht vergessen, nee, ne? So. Nee, so ein Tag vergessen. Unglaublich. Nee, nee. Unglaublich. Noch richtig nette Hansa-Fans getroffen. Da kann man sich immer unterhalten, finde ich auch sehr interessant, diese alten Geschichten. 99, da war ich 2 Jahre alt. Und Alvin wurde da geboren. Ein Wunder ist geschehen. Das Wunder von Bochum und Alvin. Hannover, 2 Spiele, 2 Unentschieden. Ungeschlagen, aber auch ohne Sieg. Im ersten Spiel haben sie ja 2-0 zurückgelegt und dann noch 2 aufgeholt. Ein bisschen in der Krise, dadurch, dass sie eben auch im DFB-Pokal rausgeflogen sind gegen Sandhausen. Leitl wird angezählt, auch von Martin Kind. Von der Mentalität her und dem Selbstvertrauen, denke ich, sind wir im Vorteil. Ja, würde ich sagen, mit 8 ungeschlagenen Spielen im Rücken. Wie geht's? Wie geht's? Magst du noch was sagen? Boah, ist das aber warm hier. Wenn ich 2 nehmen hätte, ne? Ja? Ja. Das ist richtig. Moin, Harry. Ach, Harry auch schon. Ja. Wie geht's? Ich hab Stefan doch empfangen und begleitet. André. Hey! Die Legende ist der Meister. Bringt der Glück, bringt der Pech. Ja, mein 0-0. Wo war das? In Nürnberg. Nürnberg. Ja, ich habe auch gesagt, ein Punkt. Okay. Nicht? Nein, Spiel 3 Punkte. Wenn du zu Hause nicht gewinnst, steigst du ab. Ja, eine Festung müssen wir wieder werden. Ja, du musst heute Hannover, Osnabrück, das ist so, da kann mir keiner kommen mit 4 Punkten. Da will ich 6 Punkte haben. Genau. Das, Seppi macht die Ansagen. Das ist meine Ansage, Seppi. So ein genau. Würde ich mir niemals getrauen. So weißt du? Also. Das Programm hat noch nie gehabt. Genau, einer, der mal Klartext redet. Ist so, ist so. Die aktuelle Tabelle, ja, wir sind jetzt auf Platz 2 gerutscht, weil Wien Wiesbaden gewonnen hat. Und Hannover ist auf Platz 12 mit 2 Punkten, die haben ja noch keinen Sieg, aber auch nicht verloren. Aber wir ziehen heute nach. Die Tabellenführung holen wir uns wieder und mal gucken, wie lange das hält. Aber habt ihr Regensburg in Erinnerung? Die waren, glaube ich, letzte Saison auch Erster. Hast du recht. Mein Gott, kommen wir jetzt mit Kohle Kamellen. Und was ist mit denen passiert? Aber damit rechnen wir mal nicht. Aber ich denke mal, wenn du 12 Punkte holst, dann brauchst du noch, wie viel ist das? 28? Boah. So schnell wie möglich 40 Punkte und dann gucken, was noch geht. Das andere ist jetzt Milchmädchen oder Milchmalerei. Das andere wäre verkehrt, jetzt an den Aufstieg zu denken. Erstmal die Hausaufgaben machen, sag ich mal. Erstmal die Beflockung holen für Alvin. Alvin hat noch was versprochen. Ab zum Fanshop.
Alle haben sich gefragt, Alvin, zieht er es wirklich durch? Aber ein Versprechen darf man nicht brechen. Und deswegen... Ja, und muss er jetzt durch, ne? Das macht man ja gerne, ne? Für die Legende. Ich hatte ja sowieso einen freien Rücken. Kolke hat sich als einer der Ersten oder der Erste sehr früh zu Hansa bekannt. Stimmt. Und das muss man auch mal loben. Das ist unsere Galionsfigur. So sieht's aus. Die Frage ist, können die das so schnell? Ich hoffe, heute machen sie Vlogs, weil... Ja, vorm Spieltag so kurzfristig, 1 Stunde 30. Enrico Kern geht in den Fanshop. Ich habe noch eine Frage. Macht ihr heute auch Trikot-Befloppen? Ja, Kolke, er weiß Bescheid. Stark. Ist das okay, wenn ich das hier so filme? Okay. Alles Gute nachträglich, Markus. Ach ja, gestern Geburtstag. Kolke, alles Gute. Grüße an Christoph, Bianca, Hanna und Lina. Grüße nach Jakobshof. Hey. Da Kolke, staunt die Masse. Danke, Kolke. Ja, da hättest du noch von Klammern Kake können. Ja, stimmt. Ja, Mann, ey. Mittlerweile schon täglich. Stefan. Halbe Hand sagen. Ja, Note 10. Nach ausgerüstet. Der Pick aber schneller. Den Glücksbären, den kennen wir doch schon. Ja, genau. Wir haben uns auch hier getroffen. Man träumt natürlich von einem Heimsieg. Ja, natürlich. Sag mal 2-1. Also, ich grüße mal alle meine Schüler in Wilhelmshaven an der Sizilienschule. Besonders natürlich die vielen Hansa-Fans dort. Fleißig lernen. Hansa-Lieder mitsingen am Montag, wenn wir gewonnen haben. Singt ihr da auch in der Schule? Ey, das ist echt so. Bester Lehrer als Lehrer, ne? Aus Wilhelmshaven. Ja, so muss das sein. In Wilhelmshaven, bei uns an der Schule, da ist ja überall die Klos auch vollgeklickt. Hansa, das läuft. Kommt nicht Kröger auch aus Wilhelmshaven? Ihr wisst Bescheid. Wir warten noch auf die Straßenbahn, dann geht's ab ins Ostseestadion. Aber bevor wir das tun, hat André noch was rausgekramt aus seiner alten Hansa-Box, sag ich mal. Ja, was war das? 80er Jahre, Anfang der 80er Jahre, meine gute alte Kutte. Ja, ich wollte die heute nicht anziehen, die passt mir etwas nicht mehr ganz. Kann man. Aber schaut sie euch an. Ich fand sie so geil mit den ganzen Aufklebern. Ich wollte euch das mal. Viele werden bestimmt sagen, ja, kenne ich, alles klar. Schaut es euch einfach an. Ich blende es jetzt hier gerade daneben ein. Anziehen. Doch, die Stabilität. Ah, in den Jahren. Das ist Wohlstand. Das ist einfach der Wohlstand. Na. Sauna brauchen wir heute nicht, ne? Wäre ich mal lieber gelaufen. Alvin, reinzwängen hier. Hannover aber eigentlich stark eingekauft. Halzenberg. Max Christiansen von Fürth gekommen. Jugend ausgebildet, genau. Wir können gerne nächste Woche anfangen zu laufen, aber diese Woche oder dieses Wochenende. Bisschen ruhig. Nochmal ausruhen. Und Hannover hat 4 Tore insgesamt geschossen, 3 durch Elfmeter-Tore. Ja. Die Statistiker. Im bekannten Rewe, direkt am Stadion, eigentlich Sky. Früher hat man immer gesagt, am Sky. Am Sky, ja. Genau. Ja. Noch ein bisschen was zu trinken holen. Sag mal. Es tut mir leid, wenn ihr mich jetzt anzeigt, aber. Wechs oder Hasenköder? Das ist das Einzige? Ja, kalt. Ey, dieses Hasselröder ist doch Hannover-Bier. Nein, das ist Wernigerode. Oh. Ja, dann nehmen wir das, komm. Ja, sieht gut aus. Und jetzt halbe Stunde noch. Ja, mit alten Schulgruppen gerne. Kumpel. Der alte Räuber, um gnadenlosen Hansa-Fan kommt jedes Video von dir, ist total begeistert. Grüße gehen raus. Danke. Liam mit seinem Meistertipp. Genau, 3-1. Auch ich rück schon mal auf, ne? 10 Minuten noch. Irgendwie schaffen wir es immer. Und da hinten gibt es eigentlich noch die Überraschung für 10 Euro. Die Hymne läuft schon, Leute. Das war nicht geplant. Gerade noch so. Ey, vielen Dank. Yo. Was sagst du heute? Wir gewinnen. Geiles Trikot. Ja. Oh, perfekte Ausstellung. So. Hannover-Fans. Oha, richtig voll der Block. Respekt. Schwarz. Ersatz für Hüsing, Olli, gute Besserung!
Bachmann! So, die Aufstellung blende ich euch ein, genauso wie gegen FSV Frankfurt. Perea wollte ich in der Startelf sehen, aber dann kommt er rein und macht einfach ein Tor. Hannover-Ausstellung seht ihr auch noch einmal. Ja, starke Spieler Max Christiansen, Ex-Rostocker und natürlich den DFB-Pokalsieger Heizenberg. Geiles Rico. Was sagst du heute? Ja, normal. Ja, also. Und dann angekommen. Ja, Moos. Also ich hoffe auf ein 2-1, aber ich glaube, es wird ein 2-2. Die alten Zeiten, amtierender ostdeutscher Meister und Pokalsieger. Hannover in grün-schwarz. Wir sind gut drauf. Oh. Geile Choreo. Gegen Hannover 96, sehr schöne Choreo. Und ich muss auch sagen, der Gästeblock ist auch sehr schön gefüllt. Das 2000? Das kriegt nicht jeder hier hin. Also, alle Achtung. Die Lausbuben. Wir wollen 3 Punkte sehen. Boah, Stadion kocht. Was sagst du zur Ausstellung? Wenn es an die Ergebnisse bringt, alles gut. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. In der 10. Minute mit einem guten Freistoß. Aber da geht nicht, der geht nicht. Abseits! Abseits. Nee. Schumi bringt! Ja! Weiter nachsetzen! Wow, 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 wow! Da muss einer hin. Komm, ist er frei. Boah. Eieiei, aber zu weit. Hannover kommt ein bisschen. Und wegen der Sonne hat, glaube ich, Kolke den Ball nicht richtig gesehen. Eieiei. Ei, ei. Eigentlich gut im Griff gehabt. Und da steht es 0-1. Zu weit vorne, oder? Der zweite Ball springt noch dahin. Der Anfang war gut, jetzt mittlerweile Hannover ein bisschen besser im Spiel. Schön. Foul! Hey, Schiedsrichter, was ist denn das?
Alter! Muss er! Hat er, hat er, hat er! Geh, geh, geh! Bring, bring! Diese hohen Bälle bringen nichts! Freistoß muss was werden! Die Antwort, die Antwort! Schieß! Schieß! Kommt nicht durch! Da fehlen die konsequenten Pässe nach vorne. Keine richtige Torschance. Oh! Ja, ja. Ein Fuß irgendwie! Rostock! Seppi muss tanken! Rostock! Einwurf. Irgendwie aus einem Einwurfentor vielleicht. Ja! Ja! Hey! Rostock! Die Ecken waren ja auch gegen Frankfurt nicht das Wahre. War ja auch nicht. Nee, 20 Ecken und kein Tor. Aber vielleicht jetzt. Ja, 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 ja. Steckpass. Oh, Engelsson! Und der leitet ihn weiter zu Schumacher. Und der Ball fliegt! Scheiße, ja. Das ist zäh. Vor der Pause. Hoffentlich nicht. Gibt er natürlich. Okay. Das Undankbarste wäre jetzt das 0 zu 2. Raus. Da muss er raus! Das war's. 0 zu 1 hin. Nicht zwingend genug. Zu viele hohe Bälle. Es müssen frische Männer rein und dann wird das noch was. Halbzeitfazit. Katastrophe eigentlich. Ja. Also nur lange Bälle und keiner vorne. Also 2-0 muss. 2-0. 2-1. Ich wollte gerade sagen. Okay. Schönen Gruß an alle Hansa-Fans. Und vielen Dank für dieses Bier an Matze aus Prenzlau. Was sagt ihr zur Halbzeit? Besser Hannover halt mit dem Tor, aber Hansa finde ich es besser und holt das Ding noch nach Hause. Ich verstehe nicht, warum man Luis Schwarz nicht Pereira gleich von Anfang an spielen lässt und mein Tipp ist 2-1. Und cooles Trikot, muss ich sagen. Also auf zur zweiten Halbzeit. Los geht's. Da wird noch die Taktik besprochen, wie wir jetzt irgendwie ausgleichen oder das Spiel drehen. Die zweite Hälfte geht weiter. Auf geht's. Gewechselt hat, oder? Ich auch nicht. So, 70. Minute nachher. Ja, gute Position ist es ja. Der kommt. Ecke, Ecke, Ecke. Ecke. Ole. Ja! Brüger, komm, geh, geh, Linie. Der Ball, der ist. Drei Leute in der Mitte. Auf sich durch. Brüger versucht's. Nee. Und nee. André, hast du noch Hoffnung? Ja. Aufgefahren. Die geben sich heute echt Mühe, ne? Dafür muss man eigentlich belohnt werden, wenigstens mit einem Punkt. Ah, Luis, der Denker. Frische Leute brauchen wir. Albin, ich wäre bereit für ein Tor. Engelsson, komm, schick ihn. Ja, 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 gut, gut, gut. Guter Junge. Ja, nein, ja. Das war's, komm, schnell, schnell. Das wär's doch gewesen. Ja, nee, ne? Schnell spielen. Nee, nee, ich schreib. Nico. Ich schreib dir. Ja, ja. Wow!
die Antwort! Seppi! Seppi! Ja! Oh! FCA! Klasse gespielt, Nico! Mit der Zuckerflanke, Nico! Nico, der hat den Hannover-Spieler gesehen und der Hannover-Spieler versenkt eiskalt. Da sind wir wieder! Da sind wir wieder! Das ist schöne Flanke, ne? Aber schönes Eigentor auch. Ja, das nehmen wir mit. Leitert! Leitert! Tut mir leid. Wir haben noch eine halbe Stunde. Da geht noch einer. Ich muss ein. Geh rauf! Lass ihn nicht schießen da! Jawohl! Yeah, jetzt kommt er! Und Vassilianis stehen bereit. Ich grüße Pereira in meiner Wahlheimat. Auf ein paar Tore! Auf alle Fälle! Jetzt kommt's, das ist Urin. André sagt's, dann passiert's. Urin! Okay! Nehmen wir! Schiedsrichter heute wieder absolute Pflaume. Glasklarer Elfer. Also die erste Halbzeit war sehr zäh, aber jetzt spielt eigentlich nur noch Hansa. Ich glaube, Hannover hatte eine Chance seit der zweiten Halbzeit. Das zweite liegt in der Luft. Da ist schon wieder ein Foul, aber der steht im Fall. Die ganze Meute. Oh, muss er nachfassen. Ja, aber hat er. Aber dann im gleichen Zug? Das wird gefährlich! Die Hitze steigt uns zu Kopf so langsam. Aber du noch Scheiße an der Pleiße. Aber Hansa regelt, bring den Ball. Der läuft, er ist durch und alleine. Oh, ja, mach es! Alleine! Wie geht denn das? Wir singen und springen auf jedem Fußballplatz. Rückraum muss einer sein. Ja. Schubi. Ja. Nein, nochmal Frühling. Rauf da, egal, nix. Jetzt aber drin. Wir sind dran. Zuckerflanke nochmal. Ah, da fehlt er. Da fehlt er. Hand, hallo. Wir sind im Eigentumsbereich. André, nimmst du den Punkt? Den Punkt nehme ich auch. Wir können da zu viel spielen jetzt. Hast du drauf? Einwurf Hannover. Videobeweis für was denn? Was ist denn jetzt? Gegen Hand oder was? Ich habe nichts gesehen da. Typisch. Gegen uns? Ja, das wäre die größte Verarsche jetzt. Wenn er so lange braucht, dann ist das doch wieder. Ja, tolle Sache. Komm, hör mir auf damit. Das hast du schon bei dem Schiedsrichter am Anfang gesehen. Bei dem Schiedsrichter, der geht jetzt zum Videobeweis, guckt sich das selber an. 100 pro pfeift der Elfmeter. Sollst du es zeigen? Zeig das doch mal! Der Schiri hat nichts gesehen. Nix! Dann kommt der, oh ja, guck dir das doch nochmal an. So eine Frechheit. Ja, guck mal, wie lange der da guckt. Selbst der Torwart weiß nicht, was abgeht. Und guck dir den an jetzt. Ja. Lächerlich, Mann. Lächerlich ist das, Alter. Es war so klar. Es war so klar. Und der Hannover kriegt die Tore geschenkt. Vierter Elfmeter, Mann. Ja. Markus Kolke. Die Stadt
Statistik, komm bitte! Halt noch rein, halt ihn! Oh, Verarsche von Schiedsrichtern. Die wissen selber nicht, wie sie das Tor schießen. Zwei Geschenke. Haben wir gebracht und dann gibt es ein kleines Geschenk von den Herrn Exner auf als Schiedsrichter. Komm, Ausgleich! Ausgleich jetzt! Die Gerechtigkeit muss siegen! Komm, ja! Soweit ein. 9 Minuten! Ja, Schuss! Ja, da sitzt! Der Ball will nicht rein. Scheißegal wie! Irgendwie jetzt! Scheißegal wie! Die Eckfahne wird noch genommen. Gleich vorbei. Handspiel! Guck dir das an! Noch ein. Ja! Kann man nur drüber lachen. Pfeift das auch noch ab. So einen Witz von Schiedsrichter habe ich noch nie gesehen. Der Schiedsrichter hatte seine Finger im Spiel. Ärgerlich, ne? Weil in der zweiten Hälfte waren wir schon ganz gut dabei. Nächstes Mal holen wir wieder 3 Punkte. Ja, man kann nicht immer gewinnen. Was willst du machen? Ist blöd gelaufen. Glückwunsch an Hannover. In der ersten Hälfte hat Hannover vielleicht ein klein bisschen mehr gehabt, aber in der zweiten waren wir deutlich überlegen. Und dann diese Schiedsrichterentscheidung muss man sich nochmal anschauen, ob es wirklich Handspiel war. Tut mir leid, Leute, das sind die Emotionen. Ob es dann wirklich ein Elfer war, können wir im Stadion immer schlecht beurteilen. Naja gut, nächstes Spiel gewinnen wir wieder, oder? Ja. Und cooles Trikot. Die wirft uns heute um. Nein. Das ist wir haben 6 Punkte, aber man fühlt sich trotzdem leer, Leute. Ja. Das muss man sich nochmal angucken. Der VOE hat nicht recht, er hat gesagt, guck, der war dir auch nicht überzeugt, der VOE hat gesagt, guck dir selber an, der war dir auch nicht von dem Handspiel überzeugt. Ganz einfach. Erledigt. Heute fällt mir die Zugfahrt richtig schwer. Bin morgen vielleicht um 8 zu Hause, wenn der Schienenersatzverkehr passt, aber soll ich sagen, vielleicht wir verlieren und zusammen. Wir siegen zusammen. Heute ist scheiße gelaufen, aber wir verkraften es. Heute wurden wir verarscht, finde ich. André, mach's gut. Ciao. Fußball, Seppi. Fußball kann ich auch sagen. Ja. Das ist eine Thüringer Bärlauch und das ist natürlich... Zum Abschluss für einen nicht so guten Tag wenigstens leckeres Essen. Thüringer und ein schönes Stück Fleisch. Fristessen, so sieht's aus. Enttäuschendes Ergebnis, aber dafür haben wir hier noch einen alten Hansabären gefunden. So, ich habe mich jetzt nochmal ein bisschen gesammelt. Wir verlieren also... Das erste Mal in dieser Saison und auch unsere Serie ist damit gerissen. Es war klar, dass es irgendwann der Fall sein wird, dass es heute so passiert. Ja, ist schon ein bisschen ärgerlich. Aber gut, nichtsdestotrotz sind wir jetzt einfach auf dem Boden der Tatsachen angekommen in der Realität, dass es ja nicht einfach wird und man eben so durchmarschiert. Man kann nicht immer gewinnen, aber heute gab es schon wieder die ein oder andere strittige Situation. In der ersten Halbzeit war das sehr, sehr schwach von uns. Durchgehend hohe Bälle, keine richtige Anspielstation da vorne gefunden. Ja, der Gegentreffer war unglücklich. Kann man jetzt nichts machen, ne? Ein schönes Tor von Hannover, die Sonne war im Weg. Dann in der zweiten Hälfte viel, viel besser rausgekommen, den Ausgleich erzielt und da war dann irgendwie Feuer drin. Haben eigentlich mehr Chancen gehabt in dem Spiel Hannover. Weiß selber nicht, wie sie die Tore geschossen haben. Bei dem Elfmeter soll anscheinend Neidhardts Arm vom Hannover-Spieler berührt worden sein und dementsprechend hätte man dann den Elfmeter nicht geben müssen.
muss ich mir genauer nochmal anschauen, wenn die Spielszenen, die offiziellen rauskommen. Im Stadion siehst du das immer schlecht. Ich bin auf eure Meinungen und Kommentare gespannt. Haut es gerne mal raus. Die Szene da von Ingelsson, wo er an die Latte geschossen hat, beziehungsweise gelupft hat, war meiner Meinung nach auch ein glasklarer Elfmeter. Also wenn er den da gegeben hat, dann hätte er auch bei uns in der Szene sich das Ganze anschauen müssen, wurde einfach umgesetzt von Zieler. Glasklarer kann es eigentlich nicht sein. Viele fragwürdige Entscheidungen von dem Schiedsrichter. Sinnbild dafür, dass man heute eben Pech gehabt hat. In den letzten Spielen hatten wir vielleicht ein bisschen Glück, heute dementsprechend das Pech. Es war ein ausgeglichenes Spiel, 1-1. Und ich glaube, jeder hätte es unterschrieben. Ja, in der Tabelle sieht es ja auch immer noch ganz gut aus. Deswegen würde ich jetzt sagen, lasse ich meinen Bruder noch zu Wort kommen. Der haut euch noch ein kleines Fazit raus, wie er das Spiel so gesehen hat. Wir konnten das leider nicht zusammen machen. Max musste zu seiner Bahn. Ja, im Großen und Ganzen gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen von mir. Also während des Spiels war man natürlich sehr bedient, was so die Schiedsrichterleistung betrifft. Im Nachhinein, klar, wird einem das immer ein bisschen klarer und man kann auch Revue passieren lassen auf normale Art und Weise. Am Ende würde ich einfach nur sagen, ich würde eigentlich Alois seine Worte übernehmen. Bei den Ingelsson-Dingen, wenn er sich das Handding danach fast 10 Minuten anguckt, dann sollte man sich vielleicht so eine Szene im Strafraum, die eigentlich auch überprüft werden müsste, bei einer strittigen Szene im Strafraum, sollte man sich das vielleicht auch nochmal anschauen. Aber bei Hansa ist das natürlich, da wird mal ein Auge zugedrückt und dann wird mal gesagt, hier, war nix, weiterspielen. Sehr schade, es hat uns einen Punkt auf jeden Fall gekostet, also ein Unentschieden. Ich glaube, da hätte auch Hannover nicht gemeckert. Nächste Woche geht's weiter, hier bei uns im Ostseestadion. Ich bin tatsächlich leider nicht dabei, das ist dann mein Serienende. Heute war das 41. Pflichtspiel in Folge, was wir, beziehungsweise ich mit Max dann live sehen konnten. Und nächste Woche endet dann die Serie, da ich leider im Urlaub bin. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Osnabrück und HSV werde ich leider verpassen. Aber ein Urlaub, der muss auch mal sein. Es tut mir leid für alle, die mich vermissen werden. Gern geschehen für alle, die sich freuen darüber, dass ich mal nicht zu sehen bin. Hier sieht man noch das Schmuckstück, was ich mir ergattert habe. Mund abputzen, weitermachen. Nächste Woche gegen Osnabrück geht's weiter. Bleibt stabil. Die Kamera, ich weiß nicht, wie man die führt. Ich bin leider nicht Max. Haut rein. Wir sehen uns. Ich schicke euch liebe Grüße von meinem Urlaub. Und ja, bleibt alle stabil, bleibt alle gesund. Haut rein. Und jetzt würde ich sagen, Kopf nicht hängen lassen. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Man gewinnt zusammen, man verliert zusammen. Jeder Daumen nach oben hilft uns sehr. Und nächste Woche gegen Osnabrück holen wir uns wieder die 3 Punkte. Dann eben ohne meinen Bruder, ihr habt es schon gehört. Kann ja auch Glück bringen. Nein, werden wir sehen. Das soll's gewesen sein. Unten alles gerne rein, was euch auf dem Herzen liegt. War es ein Elfer? Hätten wir einen Elfmeter auch noch bekommen müssen? Ja, nein, bla bla. Es wird wieder heiß diskutiert. Also bleibt stabil, haut rein, wir holen noch genug Punkte. Ich bin da zuversichtlich. Vielleicht mal wieder mit einem richtigen Stürmer spielen zu Beginn an und dann läuft das. Also haut rein und bis zum nächsten Mal.